Herzlich willkommen zu unserer Diskussion über Informationsvielfalt im privaten Fernsehen. Im Namen der Gremienvorsitzendenkonferenz heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Zuverlässige und glaubwürdige Informationen sind die Grundlage für den Prozess der demokratischen Willensbildung. Das mag eine triviale Feststellung sein, aber in einer Zeit, in der Fakten oftmals weniger zu gelten scheinen als Stimmungen, darf man ruhig an so etwas mal erinnern. Die Medien haben die Aufgabe, diese Informationen zu liefern. In der Präambel des Rundfunkstaatsvertrages heißt es, der Rundfunk ist, Zitat, der freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung sowie der Meinungsvielfalt verpflichtet, Zitat Ende. Heute wollen wir thematisieren, wie die privaten Fernsehsender dieser Verpflichtung nachkommen. Der jährliche Programmbericht der Landesmedienanstalten enthält regelmäßig eine Programmanalyse der 8 reichweitenstärksten Fernsehprogramme und untersucht auch den Stellenwert von informierenden Sendungen. Die Kategorie Fernsehpublizistik umfasst einen weiten Informationsbegriff. Darunter fallen Nachrichten, Magazine und Dokumentationen, Bildung und Service, Human Touch und Sport. Auch bestimmte Reality-Formate gehören dazu, etwa Doku-Soaps. Diese Fernsehpublizistik hatte im Jahr 2015 bei den privaten Sendern an einem durchschnittlichen Sendetag einen Anteil am Gesamtprogramm von zwischen 25% bei RTL und 8% bei ProSieben. Inhaltlich waren es vor allem Human-Touch-Themen, also Beiträge über Stars und Sternchen, Kriminalität, Polizeiberichte, die dort thematisiert wurden. Politik war eher unterrepräsentiert. Hier bewegten sich die Anteile zwischen 36 Minuten pro Tag bei RTL und je 4 Minuten bei ProSieben und Kabel 1. Die politischen Informationen kamen fast ausschließlich in Nachrichten und Magazinen vor, nur selten in Reportagen und Dokumentationen und gar nicht in Talksendungen und anderen Formaten. Mit anderen Worten, publizistisch anspruchsvolle Informationsangebote haben insgesamt keinen großen Raum im privaten Fernsehen, obwohl die dort veranstalteten Rundfunkvollprogramme mit einem angemessenen Anteil an Information, Kultur und Bildung, wie es der Rundfunkstaatsvertrag sagt, zur Darstellung der Vielfalt beizutragen haben. Zugestanden, solche Angebote lassen sich nicht so gut refinanzieren wie unterhaltende Programme. Dennoch gehören sie ins Programm und sie müssen den publizistischen Qualitätsstandards genügen. Deswegen ist es uns in der Gremienvorsitzendenkonferenz wichtig, diese Fragen zu diskutieren. Warum wird die breite Palette von Nachrichten über Reportage und Dokumentation bis hin zu Talksendungen so wenig ausgeschöpft? Wo liegen Potenziale für Veränderungen? Bieten crossmediale Erzählformen neue Chancen für attraktive Informationsangebote? Ich freue mich, dass wir heute eine Runde von Fachleuten hier haben, mit denen wir erörtern können, wie sich Informationsvielfalt und publizistische Qualität stärker im privaten Fernsehen verankern lassen. Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihr Kommen, Ihnen, die Sie im Publikum sitzen und all denen, die hier am Podium sind. Und ich übergebe jetzt die Moderation an Frau Vera Linz, die uns durch dieses Gespräch führen wird. Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank. Winfried Engel hat schon sehr deutliche kritische Worte gesprochen und schon so die Problemlage etwas zusammengefasst. Dementsprechend heißt unser Panel auch: Reality schlägt Politik, keine Chance für Informationsvielfalt im Privat-TV. Und ich denke, auch jenseits des Programmberichts der Landesmedienanstalten ist der Eindruck auch ganz plausibel. Also privates Fernsehen bringt man nicht zuallererst mit Publizistik in Verbindung, so aus dem Bauch gesprochen. Sie können dann gerne auch gleich widersprechen. Sondern da denke ich eher so an Serien, an Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel oder Ich bin ein Star oder solche Geschichten. Aber ist es wirklich so? Ist es nur ein Eindruck? Wie stellt sich die Publizistik tatsächlich da aus der Sicht der Privaten, aber auch aus Sicht der Kritiker? Und was muss getan werden, dass sich dieser Eindruck ändert oder dass gegebenenfalls der Beitrag der Privaten sich erhöht?
Genau. Darüber wollen wir diskutieren. Ich stelle erst mal die Runde vor. Winfried Engel haben Sie schon gehört. Er ist Vorsitzender der Gremienvorsitzendenkonferenz der Landesmedienanstalten und ebenfalls von der Regulierung hier neben mir Heinz Heim, Bereichsleiter Programm bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM. Herzlich willkommen. Seitens des Privatfunks ein herzliches Willkommen an Annette Kümmel, Senior Vice President Pro7Sat1 Media, und gleich daneben Hans Demmel. Er ist Geschäftsführer von NTV und seit September Vorstandsvorsitzender des VPAT. Herzlich willkommen. Ganz außen von der Wissenschaft, Professor Dr. Christoph Neuberger. Er ist Direktor des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und last but not least, hier zwei von mir entfernt, Saskia Kress, Geschäftsführerin von Filmtank. Gegründet als Produktionsfirma für Dokumentarfilme, zählt Filmtank inzwischen zu den innovativsten Firmen im Bereich der audiovisuellen Cross-Media-Produktion. Sie bringen die Produzentenperspektive mit ein und Sie sind natürlich auch mit Blick auf das Internet für uns hier sehr interessant in dieser Runde. Herzlich willkommen. Ja, fangen wir mit dem Status quo vielleicht mal an. Die Sender sind sehr wichtig, auch die privaten oder auch die öffentlich-rechtlichen in der Fernsehlandschaft, denn auch das sagt der Programmbericht der Landesmedienanstalten, die großen Programme erreichen immerhin noch 60% der Zuschauer in Deutschland. Also lineares Fernsehen wird noch sehr stark geschaut von vielen Menschen und insofern ist der Beitrag aller Fernsehsender natürlich ein sehr wichtiger. Frage an Hans Demmel, an Sie als erstes. Was leisten aus Ihrer Sicht die Privaten an Publizistik für das Publikum? Ich glaube, man muss mal als allererstes eines unterscheiden, also was sind Vollprogramme, was sind Spartensender. Und wenn Sie sich den ein oder anderen Spartensender angucken, dann empfehle ich immer so einen Blick auf den Bahnhofskiosk und Sie würden politische Nachrichten beispielsweise auch nicht in der Gala, in der Bunten oder im Heimwerkerblatt einfach letztlich vermuten. Ich glaube, das sollte man zum einen mal trennen. Publizistik im Nachrichtenbereich spielt sich ab bei den Vollprogrammen, ohne jeden Zweifel, spielt sich aber bei den großen Sendergruppen, zumindest bei unserer, natürlich auch ab in einem Spartenprogramm, das da NTV heißt. Da kann ich eine ganze Menge erzählen, kommen wir heute sicherlich noch dazu. Ich muss eines dazu sagen, ich halte relativ wenig von einer reinen Minutenzählerei. Punkt eins. Punkt zwei, ich halte relativ wenig davon, Unterhaltungsformate als was so unterschwellig und subkutan durchklang, als irgendwie nicht so ganz so wichtig oder sowas. Also ich meine, auch öffentlich-rechtliche Unterhaltung ist Teil des Programmauftrags der Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich glaube, das sollte man mal machen. Das Dritte, was ganz, ganz wichtig ist, wir reden über unterschiedliche Zielgruppen. Und natürlich ist der Anteil an Sendeminuten in klassischen Nachrichtenformaten bei der ARD höher als bei RTL. Wenn Sie das aber in Zielgruppen aufsplitten, um dieses furchtbare Wort heute nicht mehr verwenden zu müssen, die Frage, wie viele jüngere Menschen werden mit politischer Information einfach letztlich auch erreicht, dann sehe ich bei den großen privaten Anbietern, ob das jetzt RTL ist, ob das die Kollegen von Pro7Sat1 sind oder auch ein Sender wie RTL 2, der ein sehr junges Nachrichtenangebot, das mit unserer, ich bin auch ein bisschen älter, mit unserer landläufigen Vorstellung von klassischen Nachrichten, die natürlich von der 20-Uhr-Tagesschau geprägt ist, nicht viel zu tun hat, aber sehr, sehr, sehr viele junge Menschen erreicht. Und darüber hinaus muss man in der Tat einfach dazu sagen, also gerade mein Sender bewegt sich im Internet auf einem Leistungsniveau und auf dem Niveau von Menschen, die wir erreichen, die, glaube ich, schon dazu führt, dass ich ein Versäumen bei den privaten Sendern erstmal so nicht sehe. Ich versuche es mal an einem ganz kleinen Beispiel. In der, und das fällt da nicht in die Statistiken und da gibt es auch keine Strichlisten oder keine Minuten zu zählen. Galileo, ein Wissensmagazin bei ProSieben, genau, du sagst es, hat auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise eine Euro-Woche veranstaltet. Ging wahrscheinlich unter, wurde aber von jungen Menschen sehr gesehen. Und ich muss dazu sagen, ich habe da dann ab dem zweiten Tag selber auch gern reingeguckt, weil mir wurde die Euro-Krise nie so prägnant, so klar, an der einen oder anderen Stelle vielleicht wirklich ein bisschen simpel auch,
einfach erzählt, wie dort. Also ich sehe dieses Versäumen oder diese Grundthese, was müssen wir tun, damit es mehr Informationen bei den Privaten gibt, würde ich so nicht unterschreiben. Und ich muss einfach dazu sagen, aus meiner Sicht ist der Weg, junge Menschen fürs Thema Nachrichten zu erreichen, bei uns weiter als bei den Kollegen von Öffentlich-Rechtlichen, ohne jetzt deren Leistungen schmälern zu wollen. Mhm. Werden wir vielleicht noch zu den jungen Leuten ganz speziell kommen. Und ich gebe Ihnen recht, man muss sich jetzt nicht an Zahlen festhalten. Dennoch habe ich auch mal reingeschaut und die Landesmedienanstalten sehen jetzt publizistische Qualität nicht so eng. Also es gibt da so drei Segmente, Informations- und Unterhaltungsangebote, kontroverse Themen, also Talkshows, informative Meinungsbildung und Ratgeberthemen, Sachthemen, also das alles fällt da schon mit runter. Also ganz so eng wird es hier nicht gesehen. Dennoch, Frau Kümmel, 8% ist gefallen, glaube ich, bei ProSieben war es. Reicht das? Also erstmal glaube ich, kann ich gehen, weil Hans Demmel hat im Grunde schon alles gesagt. Vielen Dank für die Werbeveranstaltung für Galileo. ich schicke vorweg, ProSieben Sat.1 ist ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen. Wir sind DAX-notiert, börsennotiert, gehören zu den 100 erfolgreichsten Unternehmen in diesem Land und insofern ist das unser Treiber. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, ja, wir sind aber auch in unserem Kerngeschäft ein Rundfunkunternehmen und haben eine Verantwortung und haben einen Anspruch. Wir erreichen 30 Millionen Menschen jeden Tag und das setzen wir auch um. Und um den Bericht vorwegzunehmen, auch um die Diskussion ein bisschen einzuordnen, wir haben in der Senderfamilie drei Vollprogramme, wir haben eine Reihe von Spartenprogrammen, wir haben einen großen Anteil von digitalen Aktivitäten, gerade in der Erreichung der jungen Zielgruppe, zum Beispiel Studio 71 Multichannel Network. Darüber müssen wir nachher einfach auch nochmal sprechen. Das heißt, wir haben eine breite Streuung und der Bericht schaut sich nur die Vollprogramme an. Das ist das, was Hans Demmel auch sagte. Ich glaube, man darf es nicht verkürzen auf die Vollprogramme. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich, erreichen wir mit dem, ich sage es mal in Anführungsstrichen, wenigen, das wir machen, die richtigen Leute. Ja, das tun wir. ProSieben Newstime, die erfolgreichste Nachrichtensendung bei den 14- bis 29-Jährigen, erreicht jeden Tag doppelt so viele Menschen wie die ARD-Tagesschau. Im Marktanteil fast dreimal so viel. Und ich glaube, das zeigt deutlich, wir sind auf dem richtigen Weg unterwegs und wir machen auch die richtigen Sachen. Wir haben im Unternehmen vor einigen Jahren einen ProSieben Sat.1 Beirat gegründet, der uns auch gerade in gesellschaftspolitischen Dingen unterstützt. Und eine der wichtigsten Themen, die jetzt seit Jahren tatsächlich dort in der Diskussion sind und wo uns auch der Beirat begleitet, ist die Frage, wie bringt man junge Menschen wieder an Politik heran? Und das schaffen wir in der Regel eben nicht über die tradierten Formate, sondern wir müssen neue Wege gehen. Und insofern, die gehen wir. Wir haben viele Inhalte im Programm, die auch nicht in diesen 8% stecken. Spielfilme wie Zwei Leben, eine Hoffnung, Organspende, die mit einer Reportage ergänzt werden. Eine gängige Praxis bei uns, gesellschaftspolitisch relevante, große Spielfilmproduktionen dann immer mit einer Reportage zu ergänzen. Die finden aber nicht jede Woche statt. Deswegen finden sie auch im Bericht nicht statt, weil der punktuell sich nur einen kleinen Zeitausschnitt anschaut. Wir haben bei Kabel 1 Dokumentationen, die sind preisgekrönt. Mein Kollege Dr. Dietmar Klum, eine tolle Dokumentation über die UNO-Mission im Kongo gemacht, preisgekrönte Formate. Die gehen natürlich in solchen Statistiken dann gerne mal unter, will aber heißen, sie müssen wahrgenommen werden und es zeigt sich, wir haben da ganz viel. Galileo ist genannt worden. Wir hatten auch eine Sondersendung, Galileo, du bist Kanzler. Ein Format, mit dem tatsächlich versucht wird, die jungen Leute interaktiv heranzuführen an das Thema Politik. Das ist aber keine klassische publizistische Sendung. Ich weiß gar nicht, inwiefern sie im Bericht abgebildet ist. Aber das sind Spezialthemen, die wir aufgreifen und wo wir einen ganz klaren Auftrag verfolgen, nämlich junge Leute an die Politik und an die Meinungsbildung heranzubringen. Also ich sage es mal mit den Worten von Hans Demmel, es gibt kein Informationsversagen bei den Privaten, hatten Sie mir im Vorgespräch schon gesagt. Und was ich jetzt höre, ist, Sie machen mit weniger mehr sozusagen. Also Sie sind effektiver als andere Programme. Wir wollen es jetzt nicht vergleichen, wir wollen bei den Privaten bleiben. Herr Professor Neuberger, Sie haben nicht nur ein kleines Segment vielleicht angeschaut wie der Bericht, sondern Sie beschäftigen sich länger mit der publizistischen Qualität und mit journalistischer Qualität generell, aber haben sich auch die privaten Programme genauer angeschaut. Klingt alles sehr positiv, sehr rosig, was wir hier hören. Wie ist Ihre Analyse?
Zunächst mal, das hatten wir einleitend schon gehört, wenn man sich den Programmbericht ansieht, der Landesmedienanstalten, und zum gleichen Ergebnis kommen auch die jährlichen Erhebungen von ARD und ZDF und von Udo Michael Krüger, haben wir natürlich ganz deutliche Unterschiede, was zunächst mal die Quantität betrifft. Darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Es geht natürlich auch um die Qualität. Sie haben jetzt einige Highlights genannt, die es zweifellos gibt, die auch preiswürdig sind, auch entsprechend ausgezeichnet worden sind, auf die Breite gesehen. Und das zeigt auch wiederum der Programmbericht, wo wir eine schöne Abstufung haben nach unterschiedlichen Ansprüchen. Das Höchste ist dann die politische Information, und da sind wir wirklich zum Teil im Bereich von 2% bis 0,4%. Da haben wir also minimale Anteile, wenn es um die individuelle und öffentliche Meinungsbildung geht. Und das ist quasi das, was das Bundesverfassungsgericht als zentrale Aufgabe der Massenmedien, des Rundfunks insgesamt, immer wieder beschreibt. Und das ist, glaube ich, so der zentrale Punkt. Sie werden einwenden, es gibt einzelne Beiträge, wie gesagt, auf das Ganze gesehen haben wir da allerdings ein Defizit. Wenn wir jetzt außerdem noch die Perspektive des Publikums mit einbeziehen und auch hier wieder nicht nur Reichweite-Daten betrachten, sondern auch die Einschätzung der Qualität, der Glaubwürdigkeit, der Nachrichtenkompetenz und so weiter, sehen wir auch hier sehr, sehr deutliche Unterschiede in der Einschätzung. Das trifft auch zu für die junge Zielgruppe, die nach wie vor Tagesschau und heute deutlich höher einschätzen, mit Ausnahme vielleicht von RTL aktuell, wo man auch einen relativ hohen Wert hat. Aber auch da ist es so, dass die jungen Leute sich stärker Richtung Öffentlich-Rechtliche orientieren. Selbst dann, wenn sie sich diese Angebote nicht ansehen. Da sehen wir ja durchaus Unterschiede zwischen der Einschätzung und der Nutzung. Also insofern, glaube ich, besteht da schon doch ein erheblicher Unterschied zwischen den privaten Angeboten und den Öffentlich-Rechtlichen, wenn wir hier diesen Unterschied machen. Wobei das ja erstmal nicht so schlimm okay ist. Völlig okay ist. Systemimmanent. Ganz genau. Also das ist schon okay, dass da unterschiedliche Erwartungshaltungen sind. Aber dennoch, Herr Engel, haben Sie natürlich, also nicht Sie allein, sondern auch die Medienwächter oder die Gesellschaft, eine Erwartung auch an die privaten Programme, einfach weil Sie sehr viele Menschen erreichen, auch Orientierung zu geben. Nun haben Sie die beiden gehört, die das offenbar ja komplett anders sehen als Sie. Ja, ich weiß nicht, ob wir es so komplett anders sehen. Zunächst mal ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Programmbericht der Landesmedienanstalten ja sehr stark differenziert. Wenn man also dort hinschaut, dann werden nicht einfach Nachrichtensendungen gezählt oder harte Informationen, sondern es wird, Sie haben das ja eben, Herr Neuberger, angedeutet, ganz stark differenziert. Es wird unterschieden nach verschiedenen Schichten und dann am Ende kommt das Ergebnis heraus. Warum nur die Vollprogramme? Ist ja eigentlich ganz einfach, weil nur die Vollprogramme eine Verpflichtung haben, Information, Bildung, Unterhaltung zu liefern. Spartenprogramme, wenn es denn ein Spartenprogramm Information ist, NTV ist ganz klar, dann liefern die nicht unbedingt dauernd Spielfilme. Wichtig ist uns schlicht und einfach, und da könnte ich auch ansetzen bei den Aussagen zu den Zielgruppen, dass die Zielgruppen entsprechend erreicht werden. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass man jetzt sagt, wir müssen in jedem Programm etwas abbilden, was die Öffentlich-Rechtlichen machen. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Wichtig ist uns, dass eine Orientierung durch Information in einer Gesellschaft wie der unseren möglich ist. Und das soll bei den Zielgruppen, die sie erreichen, erreicht werden. Das heißt also, wenn wir dann tendenziell feststellen, dass bei bestimmten Programmen, die ja geguckt werden, Sie haben ja auf die Erfolge hingewiesen, wenn da diese Anteile zurückgehen oder dann in einen Bereich kommen, der nahe Null ist, dann glaube ich, muss man das einfach mal ansprechen und muss es anmerken. Herr Neuberger, wie wichtig ist es, dass es im Vollprogramm stattfindet und nicht im Spartenprogramm, also wie zum Beispiel den Nachrichtenkanälen, die natürlich auch wichtig und wertvoll sind? Das Vollprogramm, wie der Name schon verrät, besteht eben gerade darin, dass wirklich alle Sparten darin auch entsprechend abgedeckt sind und dass man wirklich auch, das sind ja auch die reichweitenstärksten Angebote, wo man wirklich auch ein großes Publikum erreichen kann. Deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir haben generell in der Medienlandschaft eine wachsende Verspartung, eine Spezialisierung, auch zum Teil eine Abkapselung, eine Fragmentierung von Öffentlichkeit. Und ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, dass wir über Vollprogramme eine reichweitenstark das Publikum auch wirklich erreichen können. Das ist, glaube ich, für die Demokratie ganz, ganz wichtig. Ich würde es gerne ergänzen und ein bisschen widerlegen. Wir müssen über Marken tatsächlich die Zielgruppen erreichen. Und der Markt hat sich einfach verändert. Der Markt ist nicht mehr von Vollprogrammen geprägt, sondern wir haben einen stark fragmentierten Markt. Was wir in der Pro7-Sat1-Gruppe machen, ist tatsächlich Marken zu verlängern. Bestes Beispiel, Kabel 1 hat ja auch im Programmbericht gut abgeschnitten, hat eine hohe Anzahl an Reportagen, ist verlängert nun in einen Kabel 1-Doku-Kanal. Das heißt, wir versuchen, die Leute über Cross-Promotion, über crossmediale Ansätze, aber auch über Markenverlängerung natürlich auch
in die Spartenkanäle zu bekommen und damit die Aufmerksamkeit zu erregen. Das heißt, der Markt, die veränderte Marktnutzung und Gegebenheit wird durch den Programmbericht nicht abgebildet. Wir müssen ihn aber in Betracht ziehen, weil tatsächlich nicht mehr ausschließlich die Vollprogramme diese Meinungsbildung abbilden, sondern die Betrachtung des Gesamtmarktes. Also ich würde an der Stelle vielleicht auch nochmal einhaken wollen, so in diese Unterscheidung Vollprogramme und Spartenprogramme. Ich vertrete ja auch die Mediengruppe RTL hier, ungeachtet dessen, dass unsere Zahlen so ein bisschen, was das Erreichen der jüngeren Zuschauer bei RTL aktuell anders aussehen. Darüber will ich mich gar nicht unterhalten. Aber die Mediengruppe RTL unterhält einen Nachrichtensender, der einen Anteil an reinrassigen Nachrichten hat, der über 65% liegt. Und alles andere ist bei uns auch nur Informationsprogramm in unterschiedlichen Ausprägungen. Und die finanzielle Situation dieses Unterfangs, Nachrichtensender zu führen, glaube ich, ist kein Geheimnis, war über lange, lange Jahre eine hochdefizitäre. Hat sich mittlerweile glücklicherweise gewandelt, ohne jeden Zweifel. Aber einen Nachrichtensender für eine Gruppe zu unterhalten, ist schon auch ein Commitment, an dem wir hier nicht vorbeigehen dürfen. Und das Zweite, was ich an der Stelle einfach noch anfügen möchte, wir dürfen bestimmte junge Altersgruppen einfach schlichtweg auch nicht ausschließen. Und das ist etwas, was ich halt bei den Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen leider immer, ich sage ganz bewusst leider immer stärker sehe. Also der Jenicek von den Grünen hat da oben den schönen Satz gesagt, naja, die Zielgruppe des bayerischen Fernsehens ist 67. Also erstens beim öffentlich-rechtlichen Sender, für den meine 20-jährige Tochter, die gerade ausgezogen ist, auch Gebühren zahlt, sollte nicht 67 sein, sondern jeder Beitragszahler. Wir müssen aber auch in einer Diskussion, die gesamtgesellschaftlich im Moment wirklich brandgefährlich ist, alles tun, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und ich sage vielleicht noch mal eine Zahl zu NTV. Unser Marktanteil ist bei 1%. Das klingt jetzt nicht so übermäßig toll, also außer in Krisensituationen. Wir erreichen aber immerhin jeden Tag 5,5 Millionen Menschen. Bei uns sind logischerweise Verweildauer nicht allzu lang, weil mit Verlaub, ich bin Nachrichtenjunkie, aber so 3 Stunden hintereinander die gleichen Nachrichten würde nicht mehr ich gucken. Aber sie erreichen hier 5,5 Millionen Menschen und wir haben im Internet eine Nutzungsbasis, die bei 12 Millionen Unique User einfach schlichtweg reicht. Und ich denke, das ist aus Sicht der Gruppe schon ein Commitment einfach Richtung Nachrichten, dass man einfach als solches auch sehen muss. Man muss vielleicht zur Verteidigung der Privaten auch sagen, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen natürlich inzwischen, wir sehen es mit dem Jugendangebot, zur Verspartung neigen und aus guten Gründen, aber über die wollen wir gar nicht so viel reden. Das Stichwort aber Marken ist gefallen, das Stichwort Crossmedial ist gefallen und Sie, Saskia Kress, Sie produzieren crossmediale Formate, sind sehr erfolgreich, haben viele Preise eingefahren, ja, Nordmedia Award, Southwest bei Southwest Award und vieles andere, also tolle Sachen machen Sie. Wie viel machen Sie mit den Privaten? Ja, die Erfahrungsmenge ist jetzt noch nicht so groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn mir jemand vor 2 Monaten gesagt hätte, vielleicht könnt ihr ja mal zusammenarbeiten mit RTL 2, da hätte ich auch nur gelacht, glaube ich. Würde ich heute nicht mehr tun, weil wir zum Beispiel ein Projekt gemacht haben für eine Stiftung, das ist ein interaktiver Comic, Ninette, dünn ist nicht dünn genug, für eine junge Zielgruppe natürlich. Da ist RTL 2 auf uns zugekommen, hat am Ende das in den Nachrichtensendungen gefeatured, hat unseren Traffic enorm hochgezogen sozusagen. Und das nächste Mal würde ich mir vielleicht überlegen, okay, also warum denn nicht eigentlich direkt von Anfang an mal so eine Koproduktion? Wir hatten es mit Arte probiert, da sind wir dann nicht weitergekommen irgendwann. Und da wir dann eh andere Printpartner und sowas hatten, hat es uns nicht mehr weiter interessiert. Aber da habe ich dann gemerkt, naja, also es weicht sich schon auf, würde ich sagen. Da ging es um Magersucht, ne? Da hat sogar RTL aktuell mit angebissen, in Anführung gesprochen. Woran lag das? Lag das am Thema oder? Ja, also offenbar die Umsetzung, was eben ein interaktiver Comic ist, den man sich dann auch als Film angucken kann, weil er schön gezeichnet ist, weil er anspruchsvoll produziert ist, dennoch und trotzdem eben unterhaltsam und für die Zielgruppe, glaube ich, ziemlich gut. Heinz Heim, Sie beschäftigen sich mit Ausbildung bei der BLM und da haben wir ein ähnliches Phänomen. Viele Jahre, also schon über 20 Jahre, bilden Sie junge Leute aus, die dann zum Teil auch zu den Öffentlich-Rechtlichen gehen und nicht zu den Privaten. Wie kommt das? Ja, es ist ein gewisses Erfolgsrezept. Man muss vielleicht mal ein bisschen zurückgehen.
Als die Landeszentrale 1985 begonnen hat, das lokale Rundfunkkonzept zu entwickeln, gab es Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mit einem Schlag 50 lokale Hörfunksender inklusive Zulieferer, Spartenanbieter und über 20 Fernsehsender. Aber es gab kein Personal. Es gab junge Menschen, die mit viel Engagement und auch Begeisterung und natürlich auch mit der Musik, die sie am liebsten selbst gehört haben, also jetzt hier die Programme gestaltet haben. Aber unser Medienrat hat natürlich in Verbindung mit der Lizenz auch eine journalistische Berichterstattung erwartet. Und gerade auch aus Vielfaltsgesichtspunkten natürlich im lokalen Bereich auch Nachrichten, auch lokale Informationen. Jetzt hätte man wohl einen Großteil der journalistischen Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks abkaufen müssen. Bei den dort vorhandenen Gehaltsstrukturen war das sicherlich für Wirtschaftsunternehmen schwierig. Und so hat die Landeszentrale aus der Aufsicht festgestellt, es passiert nicht professionelles journalistisches Programm, eben auch ein Förderprogramm aufgelegt aus den Fortbildung. Ich kann es kurz machen, besteht eigentlich aus drei Bereichen. Der eine ist, wir haben initiiert Ausbildungsinstitutionen, Beispiel Bayerische Akademie für Fernsehen. Wir fördern viele Ausbildungsinstitutionen, Deutsche Journalistenschule und andere. Und haben dann natürlich auch ganz schnell, auch in den 90er Jahren, noch entschieden, wir müssen was direkt für die Station machen, Workshops anzubieten und vor allem natürlich im Bereich Journalismus, aber natürlich im Fernsehbereich Technik, Kamera, Schnitt etc. Die zweite Säule ist also so diese Variante, existiert bis heute. Wir haben insbesondere die Schwerpunkte verlagert auf Volontärsfortbildungen, auch zu diesen Bereichen, weil wir immer davon ausgehen, dass in allen Bereichen natürlich die journalistische Basis gegeben sein muss, auch jetzt gerade in der heutigen Zeit, wir werden noch darüber sprechen, im Bereich der Cross-Media oder überhaupt der Konvergenzentwicklung. Die dritte Säule, da sind wir ein bisschen stolz, das ist das, was Sie meinen, Frau Linz, es sind unsere Aus- und Fortbildungskanäle. Auch hier könnte ich stundenlang referieren, vielleicht auch ganz kurz getragen von einer gemeinnützigen GmbH. Da sind fast alle nationalen großen Fernsehanbieter dabei, aber auch Hörfunkanbieter, Kommunen, die Städte München, Nürnberg, aber auch Bayerischer Jugendring. Und hier haben junge Menschen seit 20 Jahren, wir haben 20-jähriges Jubiläum gefeiert, die Möglichkeit, also hier und zwar echt über alle Verbreitungswege, über UKW, über DAB im Radio, über natürlich auch Internet und im Fernsehbereich, vor allem mit dem Sendeplatz, auch über Satellit bei München TV, hier richtig Programm zu gestalten. In Kooperation auch mit anderen Ausbildungsinstitutionen. Und diese Menschen kommen, und das zeigen die Zahlen, und wir haben einige auch vorgelegt, gut unter in der Branche sozusagen. Wo kommen die denn unter? Und gerade im Radio haben wir eben die Erfahrung gemacht, die journalistische Ausbildung, die im Radio natürlich ganz besonders gepflegt wird, vor allem in München, die hat dazu geführt, dass natürlich gerade der Bayerische Rundfunk mit Bayern 5 damals und jetzt natürlich auch mit dem Jugendprogramm PULS hier sehr viele abgezogen hat. Der BR ist auch Gesellschafter, leider in einem geringeren Maße. Die Frau Kümmel schmunzelt, sie kennt es. ProSieben ist der zweitgrößte. Eine Diskussion, die wir über viele Jahre geführt haben. ProSieben ist nach der BLM natürlich, wir halten die Mehrheit, der zweitgrößte Gesellschafter. Aber das zeigt auch die Qualität. Wir gehen aber auch davon aus, und das ist schon das Erfreuliche, dass natürlich die Wege, das war im Printbereich früher, wo es die elektronischen Medien in dem Sinne noch gar nicht so gab, auch üblich. Man hat in der Lokalredaktion angefangen, man ist weitergegangen, irgendwann mal war man vielleicht bei der FAZ oder bei der Süddeutschen oder wo auch immer. Und hier sind die Wege natürlich auch vorgegeben und das spricht für die Qualität, uns freut es. Und es zeigt natürlich, und jetzt mache ich doch schon einen kleinen Blick sozusagen zu meiner Kollegin, und ganz wichtig ist in der heutigen Zeit natürlich, das zu verbinden. Also sprich, das Großmediale auch wirklich zu leben. Die jungen Menschen müssen begreifen, dass die Branche darauf wartet, dass junge Menschen verstehen, dass es mehrere Verbreitungsmöglichkeiten gibt. Und die können wir nicht eins zu eins mit irgendwas belegen, sondern man muss sie einzeln natürlich auch beherrschen. Und das ist ein ganz maßgeblicher Punkt. Da tun wir uns in München leicht. Wir haben Hörfunk, Fernsehen, wir haben Cross-Media-Volontär, wo das auch gelebt wird. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, gerade im Fernsehen, dass wir natürlich hier ausprobieren können. Das heißt, wir können experimentieren. Eines dieser Experimente hat einen Grimme-Preis gewonnen, war Lulis. Ich glaube danach, ich mache ein bisschen Werbung, ist er auch im Podium hier mit Lulis sieht fern. Also es kommen solche Varianten, wir bereiten uns auf diese Möglichkeiten einfach vor, die auch jetzt von der Branche notwendig und erforderlich sind. Lulis sieht fern läuft genau wo? Nicht mehr. Okay, danke. Ja. Aber die Produktionsgesellschaft, ein Start-up, wenn man so will, Enrico Palazzo, die produziert auch viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch für Private. Ja. Und da ist Volulis auch dabei. Kommen wir mal zu den Privaten wieder zurück. Was der Zwischenstand der Diskussion
Darf ich noch was sagen, ja, zu der Diskussion vorhin? Also ich habe jetzt ein bisschen Werbung gemacht, also AfK könnte ich lange erzählen. Für Werbung haben wir Verständnis. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich. Wir zählen auch nicht, wie lange es dauert. Ich wollte immer mal Schleichwerbung machen können und nicht nur das über Schleichwerbung medienrechtlich antworten zu müssen, also afk.de. Nein, ich wollte zur vorigen Diskussion noch was sagen. Zwei Aspekte eigentlich einbringen. Also der eine, der ist jetzt ein bisschen so in Widerspruch geblieben. Es gibt Gruppen und da verteilt sich auch letztendlich die publizistische Leistung und vor allem natürlich auch die politische publizistische Leistung. Das hat der Engler ja schon ausgeführt, dass wir sehr genau differenzieren. Das sind vier Felder insgesamt. Unterhaltung ist natürlich auch dabei, wenn sie eben überwiegend journalistisch ist. Ich möchte aber zwei weitere Punkte einbringen. Wir haben mal abgeglichen, auch über die AGF- und GfK-Zahlen, dass ja die Nachrichten, ich bin jetzt nur bei Nachrichtensendungen, dass die ja auch gesehen werden. Das heißt, die Quote der Sehdauer von den Nutzern, insbesondere jüngere Personen, ist genauso, wenn nicht sogar ein bisschen höher als das Angebot an Dauer. Das heißt, ihre Programme werden genutzt. So, zweiter Punkt hängt damit aber zusammen. Wir wissen, dass bei einigen Vollprogrammen die Sendezeiten natürlich nicht unbedingt in der Primetime liegen. Trifft für RTL jetzt nicht so, aber wenn ich jetzt so an die zweite Generation denke, dann haben wir im Nachmittag Nachrichtensendungen, wir haben nachts nach 0 Uhr Nachrichtensendungen, die angeteast werden. Und jetzt einfach mal meine Frage, auch wenn wir schon wissen, dass zu diesen Zeiten trotzdem diese Nachrichtensendungen der Privaten gesehen werden, wäre es dann nicht auch sinnvoll, einfach um eine größere Reichweite zu erzielen, ohne Akzeptanzverlust, wenn es letztendlich auch mal zur klassischen Primetime auch stattfinden würde? Also es muss natürlich immer in den Audience Flow passen und wir haben sehr lange austariert, ich hatte vorhin Newstime genannt, Newstime hat einen sehr angestammten Sendeplatz am späten Nachmittag, läuft rund um, sagen Sie es, Die Simpsons, danke, ist der Opener für die Simpsons. Das heißt, wir haben einen gelernten und angestammten Sendeplatz, in den dann auch tatsächlich die Zuschauer reinschauen. Gerade die jungen Zuschauer, die wir dort erreichen. Ob das im Umfeld zwischen den US-Serien am früheren Abend, am späteren Abend auch noch funktioniert, das sei tatsächlich dahingestellt. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, auch da, wir sind wieder ein Wirtschaftsunternehmen. Natürlich schauen wir uns dann auch die Deckungsbeiträge in einzelnen Zeitzonen sehr genau an. Und ich finde, die Entscheidungen geben uns recht. Wir erreichen die Zielgruppe und wir sind nach unseren Analysen sehr sicher, dass wir die Menge an Zuschauern möglicherweise in den anderen Zeitschienen nicht kriegen. Ich möchte mal kurz den Zwischenstand aufnehmen und eine Definition vielleicht mal kurz diskutieren mit Professor Neuberger. Was ich gesehen habe, es gibt so unterschiedliche Sichten darauf. Sie beide sagen, was wir machen, ist auch publizistische Qualität, breit definiert und wir erreichen eine breite Zielgruppe. Herr Engel sagt, bin nicht ganz so zufrieden. Und Frau Kress hat zumindest die Erfahrung, dass sie mit den Privaten noch nicht so viel umsetzen können, kann sich ja noch ändern. Herr Professor Neuberger, was ist denn nun eigentlich publizistische Qualität? Wie kann man es definieren? Ich weiß, die Diskussion gibt es schon seit gefühlt 100 Jahren, müssen wir auch nicht bis zu Ende führen, aber wie kann man es definieren und würde man es vielleicht auch ein unterschiedliches Maß anlegen bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei den Privaten, also was ich gar nicht negativ meine? Ja, das ist natürlich jetzt die schwierigste Frage, die jetzt an mich geht, die Frage, wie man publizistische Qualität definiert und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und selbst diejenigen, denen es ja noch in stärkerem Maße aufgetragen ist, den Öffentlich-Rechtlichen fällt es schwer, das genau zu bestimmen. Wir haben viele unbestimmte juristische Begriffe im Rundfunkstaatsvertrag beispielsweise, die auszubuchstabieren, die zu operationalisieren und sinnvoll zu überprüfen, ist, glaube ich, eine Herkulesaufgabe. Und verglichen mit der Schweiz sind wir da noch nicht allzu weit. In der Schweiz ist, glaube ich, da die Debatte sehr viel weiter. Da ist man, was die methodischen Dinge angeht, schon einige Schritte weiter. Grundsätzlich kann man sagen, gibt es natürlich zunächst mal die einfachen journalistischen Standards, Sorgfaltspflicht, die Trennungsnormen, Transparenznormen, die es da gibt. Pressekodex beschreibt das sehr genau. Was aber noch viel komplizierter ist, aber, glaube ich, viel wichtiger ist, sind wirklich dann die gesellschaftlichen Aufgaben, die sich damit verbinden, die auch die Wirkungsseite betreffen. Das beginnt bei den individuellen öffentlichen Meinungsbildungsprozessen, wie gesagt, ein Zentralbegriff des Bundesverfassungsgerichts. Es geht um die gesellschaftliche Integration, die hier geleistet werden soll, der Zusammenhalt der Gesellschaft in verschiedenen Dimensionen, gerade, glaube ich, im Moment eine ganz wichtige Frage im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise beispielsweise. Es geht um einen Kulturauftrag, der sich davon mit verbindet und so weiter. Also man müsste sich jetzt sehr, sehr lange auch mit den einzelnen Genres beschäftigen, um das im Einzelnen zu definieren. Und das scheint mir aber eine ganz wichtige Aufgabe
Aufgabe zu sein, auch jetzt für die Diskussion, die wir hier führen, nämlich die Frage, über welchen Informationsbegriff reden wir denn eigentlich so? Und den Erfolg bei den jungen Leuten, den kann man natürlich hier anführen, aber das erreichen sie natürlich auch, wenn man sich die Inhaltsanalysen ansieht, der Fernsehnachrichten natürlich eher durch Soft News. Also doch nicht mit dem, was im Kern stehen sollte, nämlich den politischen Nachrichten, den Wirtschaftsnachrichten und so weiter. Und ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Frage ist. Wir haben sowas, und jetzt gehe ich mal über den Rundfunkbereich hinaus ins Internet. Wir wissen aus neueren Studien, dass sich die jungen Leute zunehmend über das Internet informieren und dort sehr stark über die sozialen Medien. Und da wird es natürlich noch viel unschärfer, was eigentlich Information ist und was Qualität ist. Und ich habe die Sorge, dass hier die Maßstäbe einfach verrutschen und auch, sagen wir mal, die Beliebigkeit, wo man sich jetzt informiert hat, wer steht denn eigentlich dahinter und ob das nur wirklich überprüfte Information oder nie, keine überprüfte Information ist, dass es zunehmend unwichtig wird, insbesondere bei der jungen Zielgruppe. Und ich glaube, wenn Sie die jungen Leute erreichen, wäre es ganz wichtig, auch quasi diese Qualitätsmaßstäbe auch noch mitzuvermitteln. Ich möchte noch einen Punkt noch ergänzen. Ich sehe es ganz genauso. Kontroverse muss auch stattfinden. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Begriff. Es heißt also, gerade in der politisch-journalistischen Publizistik müssen Kontroversen der Gesellschaft auch aufgezeigt werden und auch behandelt werden. Das ist ja der Unterschied, was den Journalisten oder die journalistische Berichterstattung letztendlich ausmacht. Dass ich also auch filtere, dass ich weiß, was bewegt denn die Gesellschaft, aber dann auch beides abbilde. Also das würde ich gerne noch ergänzen, Herr Professor. Herr Engel. Ja, ich würde gerne nochmal diesen Aspekt, das Gruppenargument nenne ich es jetzt mal, aufgreifen, dass man natürlich sagen kann, RTL-Gruppe oder dann Sat.1, wir haben ja in unserer Gruppe einen entsprechenden Spartensender und der macht das dann. Damit bin ich nicht so ganz zufrieden und zwar deswegen nicht, weil Sie ja mit den anderen Sendern durchaus die Menschen erreichen. Sie erreichen welche und Sie erreichen ja im Unterschied zu den Öffentlich-Rechtlichen doch die eher Jüngeren. Und da muss ja doch auch diese Leistung stattfinden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die News bei RTL 2 nehme, die unterscheiden sich ja nun grundlegend von einer Tagesschau und die kommen aber durchaus bei Leuten an, auch bei jungen Leuten an. Das heißt also, es geht. Man kann das machen und das ist eigentlich mein Anliegen, dass sie auch da, wo sie die Menschen erreichen, mit entsprechenden Angeboten präsent sind und dann nicht unter Umständen sagen, ja, es reicht uns ja, wenn wir in der Gruppe einen Nachrichtenkanal haben, ja, oder dann, wenn N24 dann zuliefert für Sat.1 oder wie auch immer. Ja, also nur um nicht missverstanden zu werden, die Aussage ist nicht, es reicht, wenn wir einen Nachrichtenkanal haben. Sie haben gerade RTL 2 angesprochen, also ganz offen, ich bin da auch nicht mehr die Zielgruppe und die Art und Weise, wie die Kollegen da die ein oder andere Nachricht verpacken, ist jetzt auch nicht die von jemand, der so wie ich einmal von der Tagesschau geprägt wurde und vor vielen Jahren auch für die Tagesschau gearbeitet hat. Aber sie erreichen junge Menschen einfach richtig mit Themen und sie erreichen sie ja mit Themen jenseits der Berliner Politik, mit gesellschaftspolitischen Themen. Sie haben ja auch eines angesprochen, das nicht so ganz unwichtig ist. Ich glaube, es geht sehr, sehr viel tiefer, was wir im Moment uns einfach letztlich ansehen, gerade wenn wir über junge Menschen reden, wie weit spielen in Zeiten von Facebook und von Social Media Quellen und Brands, die ja noch für eine bestimmte Verlässlichkeit stehen, einfach letztlich auch eine Rolle. Und wie weit schaffen wir es, diese Quellen und diese Verlässlichkeit auch bei jungen Leuten so anzubringen, dass sie einfach letztlich hinterfragen, woher kommt diese Meldung. Ich habe so eine kleine private Forschungsgruppe zu Hause, beide relativ nachrichtenaffin, im Übrigen beide auch relativ häufige Heute-Journal- oder Tagesthemen-Gucker, wenn sie denn um die Zeit zu Hause sind. Das funktioniert ja auch nicht immer. Will aber nur sagen, da gibt es schon ab und zu mal die Frage, naja gut, wenn mir 5 Freundinnen jetzt diesen Artikel empfehlen, warum soll ich denn dann deinem NTV mehr trauen? Und dann ist die Antwort von mir, ist relativ einfach zu sagen, na gut, schlicht und einfach, weil wir Profis haben, die es einfach letztlich auswerten, uns beurteilen, weil wir seit vielen Jahren und nicht nur wir, alle anderen gestandenen Anbieter aus dem Printbereich, aus dem Hörfunkbereich und aus dem TV-Bereich, weil wir einfach für Verlässlichkeit stehen, weil wir für überprüfbar stehen und weil wir, auch wenn es falsch ist, am nächsten Tag mit einer Gegendarstellung oder mit öffentlicher Häme einfach die Birne hinhalten müssen. Ich glaube, da haben wir alle eine Riesenherausforderung, die aber über das Thema heute weit rausgeht. Weil Sie eine starke Marke natürlich sind, der man vertraut, wo man weiß, wenn Sie es sagen, dann wird es richtig sein, sehr wahrscheinlich. Frau Kümmel, Sie sagten schon Audience Flow vorhin. Was spreche dagegen, in so ein Vollprogramm mehr Nachrichten oder mehr politische Programme zu bringen, mehr als es jetzt zum Beispiel bei Sat.1 oder ProSieben der Fall ist?
definitiv die Akzeptanz beim Publikum. Also wir haben Diskussionen, erinnert mich sehr stark an die Diskussion, die wir vor ein paar Jahren geführt haben, als ProSiebenSat.1 entschieden hat, N24 zu verkaufen. Es war die Befürchtung da, es findet überhaupt keine publizistische Vielfalt mehr statt, keine Nachrichten, nichts davon ist passiert. Es ist im Grunde das Gleiche, was wir heute haben, nur der Sender ist erfolgreich am Markt, aber er gehört nicht zur ProSiebenSat.1-Gruppe. Deswegen wollte ich gerne zu Ihnen auch, Herr Engel, noch sagen, es geht mir nicht um eine Gruppenbetrachtung, es geht mir tatsächlich um eine Betrachtung, findet die publizistische Vielfalt am privaten Medienmarkt statt. Und auch das sollten wir uns in Erinnerung rufen. Es gibt Vollprogramme, die sind als Vollprogramme lizenziert und sie bewegen sich alle im bestehenden rechtlichen Rahmen. Wir führen keine Streitdiskussion darüber, ob das noch ausreicht, um den Lizenzstandard zu halten oder nicht. Auch die Diskussionen haben wir mal geführt. Insofern, da erstmal Grundstandard ist erfüllt. Dass man immer mehr machen kann, ja. Da ist für uns wichtig, wo erreichen wir die Zuschauer und was ist die Aufgabe? Und wir stellen fest, unsere Kernkompetenz ist tatsächlich, junge Zuschauer zu erreichen. Und wir wollen sie in den politischen Meinungsbildungsprozess überhaupt erstmal wieder reinholen, weil viele, glaube ich, in diesem Prozess gar nicht drin sind. Das heißt, man muss über andere Erzählformen nachdenken. Das fand ich sehr spannend, was Sie erzählt haben. Ich glaube nicht, dass es eine große Hürde gibt, dass man da in Gespräche kommt, sondern es klingt einfach wirklich sehr spannend. Und man muss aber auf der anderen Seite neue Erzählformen dort, wo sie stattfinden oder Angebote, Hans, du hast es gesagt, wir haben oder ihr Journalisten habt die Kompetenz auszuwählen. Jetzt haben wir aber das Phänomen, dass wir zum Beispiel bei Studio 71 jemanden haben wie Le Floyd, der auch die Kanzlerin interviewt, der dafür viel gescholten wird, der aber damit zig Millionen junge Menschen erreicht und überhaupt erstmal an die Politik wieder heranführt und sich damit auseinandersetzen lässt. Er hat über 3 Millionen Abonnenten mit seinen Videos. Ja, das erfüllt nicht unsere journalistischen Grundstandards, aber es führt junge Menschen überhaupt in die Diskussion wieder hinein. Und ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, weniger zu sagen, wie zählen wir Minuten, erweitern wir Minuten, dass sie in Vollprogrammen Inhalte stattfinden, wo sie möglicherweise von den jungen Leuten dann nicht mehr genutzt werden, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie ertüchtigen wir oder verbessern wir die Standards derjenigen, die bei den jungen Leuten auch als Impulsgeber für politische Meinungsbildung tatsächlich akzeptiert sind. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, in journalistischen Standards ansetzen. Ich hatte vorhin ein kurzes Vorgespräch mit unserem Chefredakteur aus Berlin, der gerade gesagt hat, wir machen das auch gezielt. Wir haben 2 YouTuber bei uns bei Studio 71, einer war jetzt auch beim Juncker-Interview. Die werden gezielt begleitet jetzt an die Hand genommen, damit sie auch in die Berichterstattung rund um die kommende Bundestagswahl schon mit einbezogen sind und bekommen Know-how zur Seite gestellt. Und ich glaube, das ist der wichtigere und richtigere Weg, als jetzt zu überlegen, wie kriege ich im Vollprogramm dort, wo ich das Risiko habe, dass die jungen Zuschauer auch da einen Teil akzeptieren und mitnehmen, aber sonst wegschalten in bestimmten Zeitschienen, wie bekomme ich über die anderen Wege die Qualität transportiert? Ja, lassen Sie uns mal über diese Crossmedialität reden, also wie man im Digitalzeitalter Jugendliche oder überhaupt Fernsehzuschauer erreicht. Armin Wolf hat es ja gestern sehr schön beim Eröffnungsgipfel gesagt, was nützen uns die Inhalte, wenn wir keine Hörer, Leser oder Zuschauer haben, die das nicht wahrnehmen, sondern wir müssen dahin gehen, wo die sind, auch wenn es manchmal wehtut, und müssen auch in die sozialen Netzwerke und diese Filterblase durchpieksen. Professor Neuberger, können wir uns darauf einigen, dass die Vollprogramme nicht mehr so eine Relevanz haben in Zukunft? Das wird tatsächlich so sein, dass sie an Bedeutung verlieren. Durch diese ganze Verspartung, durch die ganze Fragmentierung, durch die Individualisierung, die im Internet stattfindet. Das ist, glaube ich, antrainiert. Und wir wollen uns nicht mehr in Programmraster zwängen lassen, sondern wir picken uns die Sachen heraus, die uns wichtig erscheinen. Also das einerseits die aktive Suche, wie wir wissen, ist mittlerweile durch die Algorithmisierung natürlich auch eine passive Vorselektion, die in wachsendem Maße hier stattfindet. Und das wirft dann eben ganz grundsätzliche Fragen auf.
auf. Wir haben die Vorstellung, dass eine Demokratie so funktioniert, dass wir einen gemeinsamen öffentlichen Raum haben, in dem sich ideal wie in Athen auf der Agora sich alle Bürgerinnen und Bürger treffen, in Athen waren es so die Bürger, und dort gemeinsam die für die Gemeinschaft wichtigen Anliegen diskutieren. Und dieser gemeinsame Raum droht dadurch verloren zu gehen. Das fängt damit an, dass wir eine gemeinsame Agenda brauchen. Wir brauchen zum Zweiten funktionierende Foren, wo das klappt. Und wir sehen, und da ist der Blick ins Internet natürlich sehr lehrreich, sehen wir, dass es diese Foren dort noch nicht gibt. Und das ist ein Appell eigentlich an vor allem an die klassischen Massenmedien, wo das Know-how eigentlich vorhanden sein müsste, wie man solche Diskurse im Internet sinnvoll moderieren kann, damit wir nicht das erleben, was wir gerade erleben, diese vielen Hasskommentare, all das, was wir an unschönen Begleiterscheinungen im Moment wahrnehmen. Frage, also wie kann man publizistische Qualität ins Netz weitertragen oder wie können die Privaten das auch tun? Frau Kress, Sie sind ja, sage ich jetzt mal, Expertin für crossmediales Erzählen. Was für Erzählformen, was für Formate könnten das denn sein in der Zukunft, die funktionieren? Ja, da ist ja Fantasie ein großer, also da kann man echt sich viel überlegen. Ich meine, wir machen interaktive Web-Dokus zum Beispiel, wo der User zum Teil linear einen Film gucken kann, aber sich dann eben auch interaktiv einschalten kann. Wir haben diese interaktiven Comics als App, aber eben auch online. Wir haben jetzt ein großes Projekt, Bauhaus Spirit heißt es, 2019 wird es ein 100-jähriges Jubiläum geben. Da haben wir dann zum Beispiel auch einen Jugendwettbewerb mit YouTubern, wo wir Minecraft, in der Minecraft-Welt Jugendliche auffordern, doch mal im Bauhaus-Stil die Martin-Gropius-Stadt weiterzuentwickeln und also heute vielleicht auch zu verbessern sogar. Dazu wird es dann auch einen Kinodokumentarfilm geben, das ist eine ganz andere Zielgruppe dann wiederum. Dann haben wir eine Webserie und da liegt meiner Meinung nach eben die Chance auch, dass man verschiedene Formate hat. Unsere Erfahrung ist, dass du es manchmal eben schon schaffen kannst, nicht immer, dass du User von einem Format ins nächste überführen kannst. Die hätten sich manchmal auch nicht vorstellen können, dass sie sich plötzlich dann doch noch mal den 10-Minuten-Film angucken vielleicht, der durchaus anspruchsvoll ist und sie sind aber gestartet mit der Minecraft-Welt. So. Wird das mehr interaktiv sein auch in Zukunft? Denn Frau Kümmel, Sie haben ja auch zum Dreh den Film, das ist auch so eine Aktion, wo Jugendliche selber Fernsehen machen auf gewisse Weise. In dem Zusammenhang geht es um Schools on Dreh dein Ding. Das ist eine unserer Initiativen, die wir jetzt im zweiten Jahr mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam veranstalten, weil wir genau diesen Weg gehen wollen, wie bringe ich Jugendliche überhaupt wieder in diesen Meinungsbildungskosmos und eben nicht nur, sie drehen alle mit ihrem Handy und sie drehen alle mit dem iPad oder mit einer kleinen Digicam ihre Beiträge, aber wir wollen ihnen zeigen, auch Fernsehen macht interessante Beiträge und deswegen haben wir versucht, mit diesem Wettbewerb einfach den Rückwärtskanal aufzumachen und haben Schüler, Schulen und Jugendliche aufgerufen, Beiträge für Newstime, TAF und Galileo zu machen. Also genau für diese Formate, die auch für das, was wir hier diskutieren, relevant sind. Ja, wir stellen fest, für Newstime kommen die wenigsten Einreichungen. Es ist natürlich für Jugendliche sehr viel schwerer, einen tagesaktuellen Beitrag zu machen mit der entsprechenden Substanz über politische tagesaktuelle Themen. Es kommt eine hohe Vielzahl von Beiträgen auch zu Galileo. Weniger zu TAF interessanterweise, also wirklich diese wissenschaftlichen, auch gesellschaftspolitischen Themen zu Galileo sind sehr interessant. Wir haben am Freitag Jury-Sitzung und wir werden dann die entsprechenden Beiträge wieder auskühren und laden die Gewinner auch zu einer Redaktion, also zu einem Redaktionstag ein, damit wir genau diese jungen Leute, die sonst sehr aktiv sind, auch ein bisschen ans Medium Fernsehen wieder binden, aber vor allem auch mit den gesellschaftspolitischen und politischen Inhalten ein Stück weit konfrontieren. Liegt das daran, dass man vielleicht schon so ein bisschen segmentiert hat als Zuschauer, so die Privaten machen eben eher Unterhaltung, die Öffentlich-Rechtlichen eher Ernstes, also dass es so aus dem Bauch schon so ein bisschen abgespeichert ist? Oder ist es auch ein Problem, dass man noch nicht die richtigen Erzählformen gefunden hat für politische Themen, die also dazu führen, dass Leute wirklich Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen? Also ich glaube, es hat weniger was damit zu tun, dass der Zuschauer unterscheidet. Bei ProSieben finde ich nur Unterhaltung und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Informationen. Der Zuschauer sucht das, was ihn interessiert. Das heißt, wenn er sich für Nachrichten interessiert, schaut er
bleiben wir bei dem Beispiel Newstime bei ProSieben. Und wenn er es nicht gesehen hat, kann er es jederzeit in der ProSieben-App oder auf der Website einfach nochmal anschauen. Diejenigen, die sich für politische Informationen interessieren, finden politische Informationen, auch qualitativ wertvolle. Diejenigen, die sich nicht dafür interessieren, natürlich müssen wir versuchen, die zu erreichen und in diesen Prozess wieder mit reinzuholen. Das werden wir nicht schaffen über, ich strahle Newstime nochmal aus oder zu einem anderen Zeitpunkt, sondern ich brauche neue Erzählformen, um überhaupt die Attraktivität für diese Nutzer wieder zu finden. Und ich glaube, unsere neue Währung heißt tatsächlich Aufmerksamkeit und heißt auch nicht nur für die Inhalte, sondern auch für die Dauer. Die Nutzungszahlen auch im Internet von sagen, werden immer kürzer. Wir müssen die Dinge immer kürzer und prägnanter darstellen. Und dafür brauchen wir neue Erzählformen. Die haben wir, glaube ich, alle noch nicht komplett gefunden. Nichtsdestotrotz, ein Großteil von gesellschaftspolitischen Themen, und auch über die haben wir ja früher oft gestritten, finden heute in Unterhaltungsformaten statt, finden in fiktionalen Formaten statt, finden in Reportagen statt. Das sind gesellschaftspolitisch wertvolle Inhalte. Das sind nicht die Nachrichten, politischen Nachrichten, wie Sie sie sich jetzt gewünscht haben, aber es ist ein Beitrag zur Vielfalt. Professor, ja, die gehören zur Fernsehpublizistik, das ist klar, wurde ja schon gesagt. Sie schütteln ja den Kopf. Das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach argumentiert zu sagen, wir müssen einfach nur die Politik irgendwie attraktiv verpacken und dann die Reichweiten steigern. Es ist auch die Frage, welche Art von Politikbild Sie damit vermitteln, wenn Sie jedes Mal eine Story erzählen müssen, wenn jedes Mal irgendwie ein Skandal um einen Skandal wittert, quasi den eine starke Personalisierung hat, Wettbewerb und so weiter. Wir haben ja ausführliche Studien zu diesen Fragen, ob das nicht wirklich das Politikbild ist, das wir dann den jungen Leuten vermitteln wollen, sondern es geht da viel eher darum, wirklich den Hintergrund zu vermitteln, den Leuten Argumente an die Hand zu geben, Hintergrundwissen zu geben, damit sie selbstdenkende, mündige Bürgerinnen und Bürger werden. Das ist der Hintergrund. Ich glaube, das ist damit nicht unbedingt gegeben. Also ich würde Ihnen an einem Punkt mal gern widersprechen, was die insgesamt in diesem Land vorliegende Menge an Informationen inklusive dessen, was Sie im Netz finden, einfach anbelangt. Also ich glaube, es gibt in diesem Land, und da können wir alle glücklich drüber sein, jede denkbare Darreichungsform oder sehr, sehr, sehr viele denkbare Darreichungsformen. Ich will jetzt auch das Thema nicht von uns wegschieben, aber wir stellen schon fest, wenn wir die Politik der letzten 10 Jahre betrachten, dass zwei Entwicklungen ganz wesentlich sind. Zum einen eine Zunahme der Komplexität, die immer schwerer erklärbar ist und die einfach schlichtweg auch Hürden für Menschen ohne oder mit geringerer Vorbildung und geringerer politischer Erfahrung einfach aufweist. Und das Zweite ist schon eine Konzentration der politischen Parteien in der Mitte. Das heißt also, Politik ist heute weniger denn je ein Kampf um Grundsätze, um Ideologien, sondern im Wesentlichen die Auseinandersetzung um Macht und Machbarkeit. Im Wesentlichen relativ ähnliche Ziele. Und wir haben ja im letzten Jahr, als plötzlich diese Flüchtlingswelle über uns schwappte, schon gesehen, hier plötzlich gibt es wieder kontroverse Themen, hat auch dazu geführt, dass Medien wieder stärker letztlich einfach genutzt wurden, mit Auswirkungen, die ganz furchtbar sind, inklusive einfach schlicht einer neuen Partei im Spektrum, die mit dem, was wir unter Politik verstehen, nicht viel zu tun hat. Und mit Begriffen wie Lügenpresse, das heißt, wir stellen schon fest, dass es einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung gibt, die Nachrichten, die nicht in ihr Mindset passen, als falsch oder verlogen einfach letztlich werden. Das ist die Herausforderung. Ich will nur sagen, die Art, wie Politik vermittelt wird, wir reden jetzt über reinrassige Politik und wir sind jetzt beim Thema Gesellschaftspolitik, sondern wir sind in Berlin, in Ministerien und im Kanzleramt. Hat nicht nur mit der Politikvermittlung durch die Medien, sondern auch mit der Politikdarstellung der Politik einfach letztlich zu tun. Das kann man ja dekonstruieren als Journalist, sage ich jetzt mal. Aber ich will nur sagen, ich würde gerne auch die Runde öffnen. Es sind da Mikrofone oder eins ist auf jeden Fall da. Bitte geben Sie ein kurzes Handzeichen, wenn Sie eine Frage an die Runde stellen wollen. Wir haben noch 5-6 Minuten Zeit. Dann treten Sie einfach vor und dann kommen Sie dran. Herr Engel, Sie wollten... Ich wollte Aussagen von Frau Kümmel nochmal aufgreifen und sie eigentlich bekräftigen. Also in dem Ziel, junge Menschen zu erreichen und sie durch Informationen orientierungsfähig zu machen, also um das sinngemäß aufzugreifen, sind wir uns vollkommen einig. Und
Ich möchte auch ganz positiv sagen, es gibt ja Bemühungen, dieses zu tun. Und das ist in jedem Fall zu unterstützen. Und es geht nicht darum, eine Informationsleistung, wie immer sie dann konkret zu definieren ist, an einem Standard Tagesschau oder sowas zu messen. Das kann es überhaupt nicht sein. Unser Anliegen als Gremien ist dieses Grundanliegen, dass wir also möglichst alle Menschen und natürlich, wenn Sie als Sender bevorzugt Jüngere erreichen, dann besonders auch die in diese Lage zu versetzen, sich orientieren zu können und dabei erfinderisch zu sein, wie auch immer. Und ich verstehe den Programmbericht der Landesmedienanstalten auch nicht so, dass er eine Schelte sein soll an die Privaten, wie auch immer. Es ist, ich nenne es mal eine Vergewisserung. Wir schauen dahin und gucken und legen unter Umständen den Finger auf die eine oder andere Stelle und sagen, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Und gerade für uns als Gremien ist ja der Aspekt des Zuschauers und dessen, was auch an Wirkung in die Gesellschaft hineingeht, sehr, sehr wichtig. Und deswegen legen wir den Finger genau an die Stelle. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir machen bei diesen Medientagen mal ein Panel zu diesem Thema. Also im Grunde auch eine Bekräftigung solcher Ansätze, eine Ermutigung, diese Wege zu gehen, wie auch immer, crossmedial oder anderes. Aber das Ziel dabei in jedem Fall im Auge zu behalten. Ich glaube, da sind wir gar nicht auseinander. Da würde ich gerne den Vorschlag machen, dass man tatsächlich, ich weiß nicht, wie lange gibt es den Programmbericht jetzt schon? 10, 12 Jahre? 20 Jahre? Genau, dass man aber tatsächlich einfach auch nochmal schaut, schauen wir uns wirklich nur die Vollprogramme an oder schauen wir uns nicht wirklich die veränderten Markt- und Nutzungsgewohnheiten an und bindet das in den Programmbericht mit rein? Weil ich glaube, dann kriegen wir auch eine andere Diskussion und dann können wir möglicherweise auch sehr viel konstruktiver nochmal genau hinschauen, wo sind die einzelnen Probleme und wo wird tatsächlich auch schon eine ganze Menge gemacht oder wo kann man noch mehr machen? Ich glaube, es reduziert sich eben nicht mehr auf die Vollprogramme. Darf ich da nur kurz dazu was sagen? Das machen wir natürlich in den Landesmedienzentralen. Wir haben die AGF-Daten, vor allem die BLM natürlich auch. Und wir haben ja auch hier die ganzen Auswertungen der jeweiligen Kategorien. Die sind nicht identisch, schon gar nicht so fein gegliedert wie im Programmbericht. Und gleichzeitig natürlich nehmen wir auch die Reichweitendaten. Und die haben wir auch natürlich geschichtet nach Altersgruppen. Das heißt, das Wissen ist schon da. Ich nehme aber gerne auf, dass wir das mal in einem Gespräch auch vertiefen sollen oder auch aufbereiten können, gemacht wird es. Da will ich nur darauf hinweisen. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, wir vergleichen natürlich auch, wie lange sind zum Beispiel die Varianten, wie werden die gesehen, welche Akzeptanz finden sie also, welche Reichweite finden sie. Das haben wir natürlich aus die Zahlen. Dennoch, Professor Neuberger, noch kurz an Sie gefragt, nochmal diese Qualitätsdefinition. Muss man vielleicht das auch neue Definitionen finden, weil es sehr unterschiedliche Ansprechhaltungen ja gibt, auch zwischen den einzelnen Programmen. Und wenn ich jetzt eben zum Beispiel solche Sendungen nehme wie Germany's Next Topmodel, was ja im weitesten Sinne auch mit reinfällt. Ich kenne es aus dem Haushalt, weil wir zwei Töchter haben zu Hause. Das gab so lange und ausführliche Diskussionen darüber, was ist schön, was ist nicht schön, wie will ich leben und. Das hätte ein anderes Programm nie fertig bekommen, so kritisch man die Sendung jetzt sehen möchte. Aber die haben sich da wirklich dran abgearbeitet im besten Sinne, was man auf einem anderen Wege gar nicht gemacht hätte. Das ist doch auch eine Qualität. Ohne Zweifel. Ich meine, was wir machen, das haben wir jetzt auch diskutiert, ist, dass man experimentieren muss mit den neuen Formen. Crossmedial, aber auch im Internet, die stärkere Beteiligung junger Leute an politischen Formaten. Und das ist, glaube ich, jetzt das, was im Moment passieren muss. Was ich nur gleichzeitig für sehr wichtig halte, ist das dann aber auch kritisch zu evaluieren, ob man das Ziel dann auch wirklich erreicht hat. Das geht natürlich dann auch in Richtung Forschung, dass man das überprüft über Befragungen oder welche Methoden dann auch immer angemessen sind. Und ich sage, wir machen jetzt mal irgendwas, das sieht nach Politik aus und dann haben wir so ein Feigenblatt und dann haben wir da genug getan an der Ecke. Also diese Frage des Transfers, was bleibt bei den jungen Leuten wirklich hängen an Wissen? Werden sie wirklich zu kritischen Bürgern erzogen damit oder wird es dann nicht einfach unter Unterhaltung abgebucht, weil die Politik dann eben entsprechend als Story, als irgendwas Erregendes dann dargestellt wird? Aber das ist das Spannende, das würde ich gerne aufgreifen. Wenn wir das gemeinsame Verständnis haben, wir wollen junge Menschen, und das sind die, die wir als Private erreichen, in den Meinungsbildungsprozess zurückholen und wir wollen ihnen eine kritische Haltung ermöglichen, dann kommt es nicht darauf an, und so habe ich es jetzt heute auch nicht verstanden, dass wir uns rechtfertigen dafür, wie viel wir machen oder wie viel wir eben nicht machen, sondern dass wir gemeinsam Wege finden, wie man es schafft. Dann kann man auch überprüfen, war das der richtige Weg oder muss man einen anderen gehen. Das ist eine gesellschaftspolitische Debatte. Ich glaube, der verstellt sich keiner. Eine Diskussion, die so aussieht, ein Vollprogramm muss x Minuten Nachrichten haben, in der Sendezeit von 19 bis 23 Uhr haben wir eine ganz andere Diskussion. Ich glaube aber, die Zielsetzung, junge Menschen in diesen Meinungsbildungsprozess wieder zu integrieren, die eint uns auf unterschiedlicher Weise. Mhm.
Gibt es eine Frage? Es gibt keine Frage. Dann mache ich eine kurze Schlussrunde, wenn wir in die Zukunft schauen. Ich fange bei Ihnen an, Herr Engel. Wie können denn die Gremien die Privaten dabei unterstützen, in diese Richtung mehr zu gehen, dass sie halt für ein junges Publikum oder generell auch für ein Publikum vielleicht sogar mehr Relevanz noch liefern? Wir würden das gerne in irgendeiner Weise konkret tun. Die ganze Anreizregulierung oder solche Dinge haben ja zu keinen Ergebnissen geführt, die wir jetzt anführen könnten. Also bleibt uns eigentlich nur dazu immer wieder zu ermutigen, vielleicht auch positive Beispiele entsprechend zu bekräftigen und dann auch zu sagen, das ist ein guter Weg. Und vielleicht ist es ja auch wirklich eine Unterstützung, wenn 14 Gremien in Deutschland dann sagen, das macht ihr toll. Also es gibt aus meiner Sicht schon mal Optionen, die sich aus diesem politischen Bereich einfach letztlich ergeben für uns. Das ist das Anerkennen, Public Value, das ist gerade die Frage, wo finden Sie welches Programm. Das ist eine natürlich noch nach sehr strengen Kriterien stattfindende, müssen eine Bevorzugung beispielsweise bei Plattformen. Ich bin sehr dankbar, weil wir am Ende sind einfach letztlich für diese Diskussion, ich will mich ja gar nicht so hinstellen als der so ganz bockig ist und sagt, bei uns ist eh alles richtig und interessiert uns alles nicht. Ich finde, es ist ein richtiger Schritt oder wir tun alles richtig. Bin überzeugt, dass wir sehr, sehr, sehr vieles richtig tun. Bin aber zum Beispiel überzeugt, dass es nicht unbedingt noch eine zusätzliche Talkshow braucht, um noch eine halbe Stunde Information irgendwo zu haben. Also da haben wir genug von. Ich will nur sagen, lassen Sie uns diesen Dialog einfach schlicht weiterführen und lassen Sie uns in der Tat die Frage, wie erreicht man auch junge Menschen, einfach verstärkt beachten und da bin ich völlig, völlig bei Ihnen. Also nicht irgendwie mit Politik, sondern schon mit Qualitätskriterien, die da heißen Verlässlichkeit, Verständlichkeit, Faktentreue und was alles dazu gehört. Würde ich gerne ergänzen und dann bin ich auch am Schluss und wenn wir dann diejenigen, die mit neuen Erzählformen, auch wenn sie uns nicht gefallen im Internet, wie eben die jungen YouTuber, die an die Hand nehmen und ertüchtigen, dass sie auch entsprechende journalistische Kriterien oder Standards und Transparenz mitnehmen können und in ihre Arbeit integrieren können, dann haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge erreicht. Herr Professor Neuburger, erreicht man dann noch die jungen Leute, wenn man so eine Standards einbringt, weil wenn ich an Liv Lloyd denke, der die Kanzlerin interviewt hat, das war ganz okay, aber es war jetzt nicht vielleicht das, was man so eine Tiefenbohrung nennt? Also diese Quadratur des Kreises irgendwie hinzukriegen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Man hat das früher mal dem Spiegel zugeschrieben, dass er Stories erzählt, aber gleichzeitig auch noch den Hintergrund liefern kann, sowas. Und ich glaube, man muss da wirklich probieren und da bietet das Internet nun fantastische Möglichkeiten zunächst mal. Und es gibt ja auch genügend ausgezeichnete Angebote dafür. Beim Grimme Online Award beispielsweise werden regelmäßig solche Angebote aufgespürt. Und ich glaube, da muss man einfach in die Richtung weitermachen. Was man nicht machen darf, ist irgendwie so eine Grenzverwischung, so zu tun, als ob man Qualität liefert, aber in Wirklichkeit ist es nicht. Oder ich habe hier noch mir notiert, diese Studie im Auftrag der LFM über Scripted Reality, wo plötzlich alle Maßstäbe verrutschen und viele, gerade die jungen Leute, den Eindruck haben, das ist gar nicht inszeniert, sondern das ist die Wahrheit und das ist genau so, wie es da dargestellt wird. Also ich glaube, das ist auch, steht auch den privaten Anbietern gut an, da klar zu unterscheiden, was sie denn liefern. Frau Kress, Sie können die Formate vielleicht liefern, die das schaffen? Ja, also ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass es also eine Offenheit gibt von verschiedenen Partnern. Also unsere Erfahrung ist jetzt eben, dass wir nicht mehr nur mit dem Fernsehsender kooperieren, sondern Unternehmen drin haben, Stiftungen, Förderungen natürlich auch nach wie vor, Zeitungen, Verlage und so weiter. Und ich spüre immer wieder, Zoos für Projekte, ich spüre immer wieder, dass doch jeder versucht, das muss ich aber exklusiv haben. Ich wünsche mir mehr Offenheit für die Zukunft, dass wir die Kämpfe nicht mehr ganz so hart kämpfen müssen, dass man also gemeinsame Ziele verfolgt und sich nicht immer nur als Konkurrent sieht, sondern auch feststellt, dass man gemeinsam da vielleicht viel mehr erreichen kann. Auch um es finanzieren zu können, ne? Weil es, haben wir heute nicht mehr drüber sprechen können, auch relativ teuer ist. Teuer. Ja, genau. Herr Heim. Ja, ich glaube nach wie vor dran, dass man jungen Menschen, die irgendwie ins Mediengeschäft gehen wollen, also wirklich eine journalistische Ausbildung geben muss. Ich glaube aber auch, dass man genau diese jungen Menschen braucht, um zu überlegen, mit welchen Formaten kann ich jemanden erreichen. Also nur eine Abfrage zu machen, was wollt ihr denn gerne sehen, führt zu nichts. Sondern ich glaube, und das machen wir im AFK auch, man muss mit den jungen Leuten diskutieren, die auch einen Anspruch haben, die sich auch vermitteln wollen, aber auch natürlich zu den jeweiligen Hörern, Sehern etc. oder vor allem Nutzern auch kommen wollen. Also die Einbeziehung in diesen Diskussionen, die wir gerade sicherlich alle für gut empfinden, von Jugendlichen, die aber auch einen Anreiz haben,
haben, nicht nur die Nutzer sind, aber das Interesse haben, Nutzer zu erreichen. Das wäre eigentlich mein Weg weiterhin. Herzlichen Dank für diese Runde. Ich fasse mal zusammen. Also die große Frage ist, welche Erzählformen sind die der Zukunft? Wie kann man die Qualität sichern oder auch wiederherstellen? Und vor allem, wie wichtig es ist, dass man im Gespräch, es ist immer so ein blöder Spruch, gut, dass man darüber redet, aber ich glaube, in dem Fall ist es sehr wichtig, weil dadurch wirklich dieser Anspruch wachgehalten wird und auch weiterentwickelt wird im Gespräch. Herzlichen Dank. Danke.